Wir haben unter anderem ein neues Produktprogramm aufgenommen, Trapezgewindespindeln als Ergänzung zu unseren Kugelgewindetrieben für Anwendungen, wo der Kunde nicht die ganz große Genauigkeit von den Kugelgewindetrieben benötigt. Des Weiteren haben wir flexible, korrosionsarme Wellenkupplungen neu im Programm. Das dient hauptsächlich als Verbindung von Spindelantrieben zum Motor und gleicht aus der Stelle auch die Fluchtungsfehler aus. Dann haben wir als Ergänzung neue Quadratflanschkugelbüchsen in unserem Kugelbüchsenprogramm aufgenommen. Und last but not least haben wir die Baureihe Linearachsen MovieTech ins Programm aufgenommen. MovieTech-Achsen sind nach dem Baukastenprinzip aufgebaut. Das heißt, volle Flexibilität hinsichtlich der verschiedenen Führungen, Antriebe und weiteren Oberflächenbehandlungen, Anbauteile und so weiter für den Anwender. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Spindelachse motorisch betrieben mit Blechabdeckung. Diese Blechabdeckung kann auch jederzeit ersetzt werden durch eine Faltenbalkabdeckung, wenn der Kunde dies wünscht. Dann haben wir hier Spindelachsen, wir haben Zahnriemenachsen, pneumatische Achsen, also hinsichtlich des Antriebs auch die volle Flexibilität, was dem Kunden jederzeit ermöglicht, auch seine Anwendung gezielt eine Achse von uns einzusetzen. Die MovieTech-Achsen können für verschiedenste Anwendungen eingesetzt werden. Es gibt verschiedene Baugrößen und Ausführungen hinsichtlich Antriebe und Abdeckungen und Oberflächenbehandlung. Somit können wir sowohl in rauem Gießereibetrieb unsere Achsen einsetzen, als auch in medizinischen Feinverstellungen. Also es ist wirklich so, dass für diese Achsen keine Grenzen hinsichtlich der Aufgabenerfüllung gesetzt sind. Die MovieTech-Baureihe ist genau auf spezielle Anwendungen ausgelegt. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, verschiedene Anbauteile unserer Kunden in die Achse zu integrieren. Des Weiteren gibt es verschiedenste Oberflächenbehandlungen, sowie Sensoren, Kupplungen und weitere Anbauteile, die wir je nach Kundenbedarf an die Achsen anbauen bzw. integrieren können. Wir haben auch die Möglichkeit, verschiedenste Bohrbilder und Peripheriegeräte unserer Kunden problemlos innerhalb kürzester Zeit mit der Achse komplett auszuliefern. Beispielsweise haben wir kürzlich eine pneumatische Vertikalachse mit einer Absturzsicherung aus Sicherheitsgründen ausgerüstet. Die Absturzsicherung ist elektromechanisch betätigt und reagiert auf Spannungsabfall, sodass die Sicherheit gewährleistet ist und die Achse nicht abstürzt. Also das heißt nach unten rauscht, wenn Personen unter der Achse sich bewegen.